Die richtige Pose. Selbstbewusste Hip-Hopper, die ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben und als Vorbilder für andere dienen. Beispielhaft an dem Werk von Chaba Yala Self. Sie hat 1996 ihre Schwester Setta in deren Zimmer gemalt. Über allem hängt das Poster der Hip-Hopperin Lil' Kim, deren Selbstbewusstsein sich auf Setta überträgt. Schirndirektor Sebastian Badens Lieblingswerk der Ausstellung. Und es geht hier um die Vorbildhaftigkeit innerhalb einer Familie, die größere Schwester, aber auch in der Außenwelt, die Poserin, die Künstlerin, Rapperin, die sich wie Lil' Kim hier ganz provokativ in Szene setzt und sowohl das Coole als auch die Sexualität hier in ein Bild bringt. Rund 100 Exponate aus 50 Jahren Hip-Hop zeigt die Ausstellung. Wer in erster Linie Hip-Hop-Musik erwartet, liegt falsch. Die Musik steht nicht für sich alleine, sondern für deutlich mehr, vor allem für gesellschaftlichen Einfluss, wie vorher vielleicht nur der Rock'n'Roll ihn hatte. Hip-Hop ist eine Bewegung, es ist eine Philosophie, eine gesamte Kultur, die dahinter steht. Nicht nur Musik oder Texte, sondern es ist eine revolutionäre Jugendkultur, die auch nicht altert, auch wenn sie jetzt 50 Jahre alt geworden ist. Die Ausstellung in den ersten Tagen schon gut besucht. Vor allem junge Menschen will die Schirn ansprechen und all die, die Hip-Hop bislang nur für Musik hielten. Haben Sie erwartet, dass Hip-Hop so viel mehr ist als nur Musik? Eigentlich nicht, nee. Muss ich sagen, die Kunst ist doch schon beeindruckend. Absolut. Alles, Mode, Schmuck, Kunst. Es ist ja nicht nur die Musik, es ist viel, viel mehr, es ist Graffiti. Gutes Stichwort, die Sprache des Hip-Hop, ein wichtiger Teil der Ausstellung. Musiktexte einerseits, andererseits Texte als Graffiti an der Wand. Gesellschaftskritik, wie das Werk von Adam Pendleton, We Are Not. Es ist für die Hip-Hop-Bewegung ja ein wichtiger Teil. Nicht nur die Emanzipation, sondern auch die antirassistische Arbeit. Der Widerstand gegen eine Gesellschaft, die schwarze Menschen lange Jahre unterdrückt hat, die Sklavereigeschichte aufarbeitet. Und da leistet Hip-Hop einen ganz wichtigen Teil. Damit einhergeht ein gesteigertes Selbst- und Markenbewusstsein, gerade auch in der Mode. Die ersten Hip-Hopper trugen gerne legere Trainingsanzüge. Daraus wurden später dann oft Designerstücke, wie zum Beispiel von Louis Vuitton aus Seide mit viel Glitzer. Dieser Mix, dieses Sampling, kann man sagen, ist ja aus Hip-Hop eigentlich als Kulturtechnik total bekannt. Und das in die Mode zu bringen, das war ein fantastischer Coup. Und wir zeigen deshalb in der Ausstellung, wie Fashion, wie die Pose, wie der Tribut und die bildende Kunst mit ihren Kulturtechniken verwandt sind. Der Blick über die Hip-Hop-Musik hinaus kommt bei den Besuchern in der Schirn-Kunsthalle gut an. Auch bei denen, die auf den ersten Blick vermeintlich nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Was halten Sie von der Ausstellung? Super, sehr beeindruckend. Faszinierend. Mega interessant. Ich bin ein Kind aus den 80ern und von daher kommen so alte Erinnerungen auf jeden Fall wieder hoch. Ja. Sehr gut. Ist sehr schön, sehr farbenfroh. Das ist cool. Macht Spaß. Hip-Hop mehr als Musik, eine ganze Kultur. Noch bis 26. Mai in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt. The Culture.